Am Morgen kann ich meine Kopfhörer nicht finden. Das ist seltsam. Ich dachte, ich hätte sie gestern hier hingelegt. Wo könnten sie sein? Es muss wieder Mama gewesen sein. Ich rannte sofort nach unten ins Esszimmer, wo Mama saß. Mama, hast du meine Kopfhörer gesehen? Deine Kopfhörer? Oh, ich habe sie in deine untere Schublade gelegt. Habe ich dir nicht gesagt, du sollst mein Zeug nicht anfassen? Hör auf damit, das nervt. Aber dein Zimmer ist immer so unordentlich. Du musst lernen, wie du dein Zimmer aufräumst. Das muss ich nicht lernen. Ich kann es auch so. Mir ist einfach nicht danach. Das ist nicht gut. Du bist schon 13, du sollst verantwortungsbewusster sein. Das Alter hat nichts damit zu tun. Weißt du, Kantus, ich mache mir Sorgen um dich. Du sollst aufhören, so an deinen Kopfhörer zu hängen. Geh raus und such dir ein paar Freunde. Es ist nicht gut, die ganze Zeit alleine zu sein. Ich komme schon alleine klar. Lass mich einfach in Ruhe. Genau. Alle sollen mich einfach in Ruhe lassen. Ich komme schon alleine klar. Ich brauche keine Freunde. Und wir sind wieder am Strand. Kantus! Hey, Kantus! Hörst du mich? Oh, du bist es. Ja, ein Schluck ist es. So. Was ist los? Oh, mir ist der Fuß eingeschlafen. Kantus sieht ernster aus als sonst. Es ist nichts. Ist das los? Oder ist das so? Na dann. Lass uns in Runde 4 beginnen. Sie ist so enthusiastisch wie immer. Ich frage mich, wie kannst du immer so fröhlich sein? Mir geht diese Frage durch den Kopf, wenn ich ihr unbekümmertes Lächeln sehe. Oh, das ist leicht. Mörs hat dafür ein Geheimnis. Hast du das schon mal gehört? Man fühlt sich besser, wenn man lacht. Sollte es nicht andersherum sein? Lacht man nicht, weil man glücklich ist? Ja, aber es geht in beide Richtungen. Lachen kann dich auch glücklich lachen. Was? Dieser Sinn? Funktioniert das wirklich so? Na klar. Deswegen ist Mel's wohl in den vergangenen Tagen gescheitert. Einmal Socken zurechtziehen. Und zurechtschrücken. Maris ist die Einzige, die gelacht hat. Kantus solltest tun, anstatt Maris. Was tun? Lachen! Du solltest vom Herzen lachen. Ich bin mir sicher, wenn du lachst, bist du glücklicher. Ich? Ich weiß nicht so recht. Komm schon! Das Meer wartet auf dich. Gib dein Bestes. Du willst, dass ich das Meer anlache? Macht bestimmt Spaß. Moment mal. Das kannst du nicht ernst meinen. Auf keinen Fall werde ich so etwas Peinliches machen. Das ist albern. Alles als ohne Grund zu lachen. Komm schon! Du kannst es! Ihr Augen funkeln vor Aufregung, weil sie mich in die Richtung Meer schiebt. Warum bin ich immer so schwach dagegen? Sollen wir Federmuscheln einfach suchen? Hey! Können wir etwas anderes machen? Ich glaube nicht, dass ich lachen kann. Aber warum nicht? Lass uns wie immer nach Muscheln suchen. In Ordnung? Oh! Okay. Ah, das war keine so Antwort, die sie unbedingt hören wollte. Was? Hier ist gar nichts. Heute gibt es nur 2 Muscheln. Muschel gefunden. Rosentulpe. Oh, die ist schön. Come in tiptoe, Fudududips. With me. Möchten Sie die behalten? Ja! Guck mal, Maris! Ich habe was für dich! Hast du etwas gefunden? Ja. Oh,
Was könnte es sein? Ich habe so etwas noch nie gesehen. Mörs hat so etwas auch noch nie gesehen. Wie bizarr. Sie starrt die Muschel, die ich gefunden habe, an. Es gibt so viele verschiedene Arten von Muscheln. Es macht Spaß, wenn man etwas Neues entdeckt. Sie ist zu sehr auf die Muschel konzentriert. Daher bin ich nicht sicher, ob sie gehört hat, was ich gesagt habe. Die Spirale. Sie saugt Mörs ein. Die Welt dreht sich. Es ist seltsam, jemanden zu sehen, der so viel Interesse an Muscheln zeigt. Ich dachte, ich wäre der Einzige. Wir verbringen etwas Zeit damit, wie immer über Muscheln zu reden. Aber die peinliche Stille kehrt zurück, als die Aufregung nachlässt. Cantus, bist du okay? Mir geht's gut. Ich bin nicht krank oder so. Nein, das hat Mörs nicht gemeint. Ich schien etwas zu beschäftigt, Dich schien etwas zu beschäftigen, als Mörs dich gebeten hat zu lachen. Es ist nichts. Ich mag es nur nicht zu lachen. Du hast gesagt, man fühlt sich besser, wenn man lacht. Du hast so vermutlich recht. Deswegen haben sie mich wohl alle ausgelacht. Ich hoffe, dass sie jetzt glücklich sind. Aber haben wir jemand Cantus auslachen? Wer weiß? Es ist ja nicht so, als würde ich verstehen, was andere fühlen. Ehe ich mich versehe, lachen alle über alles, was ich tue. Aber soweit ich weiß, erinnere ich mich nicht, etwas getan zu haben, worüber man lachen könnte. Cantus, hör auf, mit Muscheln zu spielen. Komm und spiel mit uns die neuesten Videospiele. Aber ich bevorzuge Muscheln. Was? Habt ihr das gehört, Jungs? Das denkt der sich... Und dann lachen sie. Es ist früher wie mit Muscheln zu spielen. Ich erinnere mich nicht wirklich, etwas getan zu haben, wo man lachen könnte. Lachen. Nein, das ist Rauschen. Stimmt? Niemand will Rauschen hören. Deswegen ist es okay, wenn ich meine Ohren verdecke. Es ist okay, wenn ich niemandem zuhöre. Es ist okay. Siehst du meine Kopfhörer? Mir ist aufgefallen, dass die Leute zögern, auf mich zuzugehen, wenn ich sie aufhabe. Deswegen setze ich sie immer auf. Für sie sehe ich wohl aus, als wäre ich mit meiner eigenen Welt beschäftigt. Wirklich? Ich dachte, du setzt sie auf, um cool auszusehen. Nee, ich mag es nicht wirklich, sie aufzuhaben. Sie sind schwer und beengend. Wenn Mama sie mir nicht gekauft hätte, bezweifle ich, dass sie mir geholt hätte. Sie hat mir viele nutzlose Dinge gekauft, zum Beispiel das Hemd, was ich gerade trage. Wie du sehen kannst, ist sie ein totaler Musikfreak. Im Gegensatz zu ihr stehe ich nicht wirklich auf Musik. Aber ich werde diese Kopfhörer weitertragen, solange sie die Leute davon abhalten, mit mir zu reden. Cantus, manchmal redest du wie ein alter Mann. Was meinst du damit? Cantus ist immer so ernst, als hätte Cantus viel auf dem Herzen. Machst du dich über mich lustig? Nein. Mörs wird dich nicht auslachen. Mörs will mit dir lachen. Es bringt nichts, wenn nur Mörs lacht. Ich frage mich, ob die Dinge anders wären, wenn mir das schon mal früher jemand gesagt hätte. Aber Mörs ist total schlecht darin. Es ist schon der vierte Tag und wir machen keinen Fortschritt. Findest du? Ich finde dich anders als die anderen. Was hat Mörs getan? Nichts. Das ergibt keinen Sinn. Mörs versteht es nicht. Wann war das letzte Mal, dass ich so viel mit jemandem geredet habe? Wie kann ich ein Mädchen, das ich kaum kenne, meine Gefühle offenlegen? Wenn das ein Rätsel wäre, ich glaube nicht, dass ich es je lösen könnte. Aber an diesem Tag ist es mir klar geworden. Immer wenn ich mit ihr rede, sind meine Kopfhörer nicht mal in der Nähe meiner Ohren. Verregnet. Regen ist bedrückend, aber tröstend.
Ja, Regen ist schön. Tag 5. Kantus? An diesem Tag kam Gary an meinen Tisch. Ich habe ihn noch nie so ernst gesehen. Was ist? Du hast gesagt, du hast ein Mädchen namens Maris kennengelernt, richtig? Was ist damit? Weißt du, ich war neugierig und habe herumgefragt. Niemand hier kennt ein Mädchen namens Maris. Ich bin nicht überrascht. Es beweist, dass dein tolles Netzwerk stinkt. Hör zu, ich meine es ernst. Erinnerst du dich an das Gerücht, von dem ich dir letztens erzählt habe? Was für ein Gerücht? Nase juckt. Ich wusste, du hast nicht zugehört. Ein Junge aus der anderen Klasse ist vor kurzem zum Strand gegangen und dort hat er etwas gesehen. Er sah einen Geist, einen weiblichen Geist. Das Mädchen, das du kennengelernt hast, könnte sie vielleicht... Klar. Warum sollte ein Geist mitten am Tag erscheinen? Gutes Argument. Aber wenn sie kein Geist ist, was ist sie dann? Nur ein gewöhnliches, seltsames Mädchen. Wie kann jemand gleichzeitig gewöhnlich und seltsam sein? Außerdem bin ich sicher, dass jemand aufgefallen wäre, wenn sie einzigartig wäre. Oh, ich weiß. Vielleicht findest du das alles nur in deinem Kopf statt. Du wünschst dir so verzweifelt Freunde, dass du schon anfängst, welche zu sehen. Einen Moment lang dachte ich, er hätte vielleicht etwas Vernünftiges zu sagen. Warum tue ich mir das überhaupt an? Das ist die Frage. Ein Geist? Mit dieser Frage im Kopf starre ich sie intensiv an. Kantus? Warum starrst du Maris so an? Das ist peinlich. Nein, das ist nicht. Diese dumme Fliege. Sieh mal einer an, was er mit mir gemacht hat. Jetzt bekomme ich das nicht aus meinem Kopf. Boah, wenn man zu viel mit Sprudel trinkt, dann muss man die ganze Zeit aufstoßen. Es stimmt, dass dieses Mädchen ungewöhnlich ist, aber ich kann sie mir einfach nicht als Geist vorstellen. Hey, Kantus! Ihr Stimmen bringt mich endlich zurück in die Realität. Hast du schon mal eine Sandburg gebaut? Natürlich. Bei den vielen interessanten Sachen, die man hier machen kann, ist eine Sandburg bauen definitiv eine davon. In Ordnung. Das machen wir für Runde 5. Lass uns eine bauen. Das ist alles? Ist das nicht zu normal für deinen Begriff? Was ist mit deinen sonst so ungewöhnlichen Mätzchen? Hat Maris etwas Ungewöhnliches gemacht? So ziemlich alles, ja. Wirklich? Ein Blick in ihr Gesicht und ich weiß, dass meine Bemerkung total an ihr vorbeigegangen ist. Sie ist in seliger Unwissenheit. Und warum Sandburgen? Oh, Maris hat noch nie eine gebaut. Gefällt es Kantus nicht? Doch, aber ich bin total schlecht darin. Na gut, dann lass uns einen Wettbewerb machen, wer die beste Sandburg baut. Der Gewinner darf den Verlierer bestrafen. Oh Gott. Wie bitte? Auf die Plätze, fertig, los! Wie ein Raubtier, das seinen nicht ahnenden Beuter aus dem Hinterhalt angreift, lässt sie mich ohne weitere Erklärung zurück. Ich nehme zurück, was ich eben gesagt habe. Sie ist so ungewöhnlich wie immer. Was? Musik ist weg. Kantus? Oh Gott, sieht gut aus. Sieht so gut aus. Was denkst du? Maris hat sehr hart gearbeitet. Das sieht man. Ich habe noch nie so eine umfangreiche Sandburg gesehen. Du bist dir absolut sicher, dass du noch nie eine gebaut hast? Was ist mit dir, Kantus? Was hast du gebaut? Ist das ein geschmolzenes Eis? Ich werfe einen Blick auf meine Sandburg. Oder zumindest auf das, was sie darstellen soll.
Das Wort Peinlichkeit beschreibt es nicht mal annähernd. Ich habe noch nie so ein... Ich habe mich noch nie so geschlagen gefühlt. Also, hat Maris gewonnen? Ja, du hast gewonnen. In Ordnung, du hast gewonnen. Du gewinnst. Ich habe kein Talent darin. Juhu! Als Strafe dafür, so miserabel verloren zu haben, muss Kantus mir jetzt noch mehr Muscheln bringen. Das nennst du Strafe? Ich hatte sowieso vor, noch einer zu suchen. Hm? Oh, die ist schön. Die ist aber auch schön. Wir nehmen, glaube ich, die erste. Muschel gefunden. Spiral. Ich konnte es nicht zu Ende lesen. Hat etwas gedauert, aber ich glaube, das ist die beste. Kantus? Was hast du Maris gebracht? Achtung! Du wirst nun den Höhepunkt aller Muscheln sehen. Eine purpurfarbene Schnecke sieht aus... Was? Sie sticht aus der Masse heraus. Rot wie Blut, die majestätische Fangzähne, bereit ihr Opfer zu zerkratzen. Spinne, Tarantel, brutale Spiele, Call of Duty, sie sind nichts dagegen. Call of Duty! Kennt ihr schon Call of Duty? Das ist der wahre König unter den Muscheln. Die Pause, die darauf folgt, ist beunruhigend. Wird sie mich auslachen? Danke, Kantus. Es ist eine seltsame Muschel, aber Maris wird sie wohl aufbewahren. In diesem Moment konnte ich ihr gar nicht klar gewesen. Was? In diesem Moment ist mir gar nicht klar gewesen. Was? Wie wundervoll berührend es war, das zu hören. Was meinst du mit seltsam? Sie ist super. Kantus ist immer so leidenschaftlich, wenn es um Muscheln geht. Ich kann es nicht ändern. Sie hat mich ans Meer, weißt du? Ich lebe auf dieser Insel, seitdem ich geboren wurde. Mein Haus, meine Schule, die Nachbarschaft, sie sind die einzigen Orte, die ich in meinem Leben kennengelernt habe. Ich habe diese Welt für klein und unbedeutend gehalten. Das hat sich geändert, als ich das Meer zum ersten Mal gesehen habe. Es ist so groß, so beeindruckend. Man kann das Ende nicht sehen. Ich erinnere mich daran, dass ich so begeistert war, dass ich meine Augen nicht abwenden konnte. Ich wünschte, ich könnte es mit nach Hause nehmen. Tu das mal. Natürlich war das ein alberner Gedanke, so etwas kann man nicht machen. Deswegen habe ich angefangen, Muscheln zu sammeln. Im Gegensatz zum Meer kann man sie nach Hause mitnehmen. Sie sind die engste Verbindung, die ich zum Meer habe. Es ist, als hätte ich es die ganze Zeit über nah bei mir. Das ist so peinlich. Ich erinnere mich, dass sie das schon mal gesagt hat. Ich finde dich immer hier. Du hast doch also das Meer sicher. Du hast doch also das Meer sicherlich nicht, oder? Ich schätze nicht. Sie spricht für gewöhnlich so selbstbewusst. Es ist seltsam, so unsicher zu sehen. Mel ist sehr glücklich, dass du so denkst. Aber Kantus, das Meer und die Muschel sind zwei verschiedene Dinge. Es sind bloß Nachbarn, die zufälligerweise nebeneinander wohnen. Wenn du das Meer wirklich mit nach Hause nehmen willst, sollst du das machen. Sie holt eine kleine Glasflasche raus und taucht sie ins Meer. Hier! Damit kannst du es überall mit hinnehmen. Sie macht immer das Unerwartete. Hier ist so süß. Aber dieses Mal fühlt es sich richtig an. Das ist für mich? Ja. Kantus hat Maris so viele Muscheln gegeben. Das ist meine Gelegenheit. Danke. Nase juckt. Danke. Das ist ein Wort, das ich schon lange nicht mehr gesagt habe. War ich für die Flasche dankbar oder für etwas anderes? Weißt du, das habe ich mit deinem üblichen Mädchen gemeint. Nur dir fallen solche Dinge ein. Das ist toll, oder?
Was für ein seltsames Mädchen. Aber wenn sie kein Geist ist, was ist sie denn dann? Nur ein gewöhnliches, seltsames Mädchen? Wie kann jemand gleichzeitig gewöhnlich und seltsam sein? Außerdem bin ich sicher, dass jemand aufgefallen wäre, wenn sie so einzigartig wäre. Oh, ich weiß. Vielleicht findet das alles nur in deinem Kopf statt. Du wünschst dir so verzweifelt Freunde, dass du schon anfängst, welche zu sehen. Kantus? Was ist los, Kantus? Es dauert mir endlich. Warum Garius Worte mich so beschäftigen? Diese seltsamen Gefühle, dass ich seit ich sie kennengelernt habe, es hat nichts mit der Realität zu tun. Wie ein Traum, aus dem man nicht aufwachen will. Alles ist gut, um wahr zu sein. Als der Gedanke durch meinen Kopf rast, halte ich die Flasche, die sie mir gegeben hat, fest in meiner Hand. Es ist, als würde ich mir Sorgen machen, dass es eines Tages verschwindet. Finde ich. Und darauf beenden wir wieder die Folge. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye.